So, weiter geht's. Ja, ja, ja. Ja, ihr habt Angst vor mir, ich weiß. Nur was das bringt, weiß ich gerade nicht mehr. Aber okay, ist auch nicht so wichtig. Wir gehen weiter nach oben und schauen, ob wir dort irgendwo was Sinnvolles finden, was uns dem Ziel näher bringt. Welches Ziel es auch immer ist. Hier geht es auf jeden Fall durch. Und das hört sich richtig an. Oh, und jetzt kommen die Puzzle aller Puzzle, meine Freunde. Eine Kugel, die immer geradeaus fährt und sich bei Wandberührung immer nach rechts dreht und dann weiterfährt. Oh ja. Ah, Moment, das ist eine coole. Ich dachte schon. Ja, so. Zack. Das sind die Rätsel schlechthin. Ich meine, das kennt man ja, das lernt man sogar. Also ich habe das zumindest gelernt in der 10. Klasse Realschule. Da hat man so ein wunderbares Programm gehabt, wo man die Ansätze von Programmieren lernt. Sowas wie, ja, da ist ein kleiner Maikäfer, sage ich schon, Marienkäfer. Ich weiß nicht mehr, wie das Programm hieß. Ich müsste es mal wieder nachschauen, wie das hieß. Das. So, ich glaube, das kommt hin. Dann geht das hier durch. Ja, wunderbar. Du hast einen kleinen Marienkäfer und der kann gegen Baumstümpfe laufen. Und dann musste man mit dem Programm programmieren. Also programmieren in Anführungszeichen. Und dass der Marienkäfer, wenn er einen Baumstumpf vor sich hat, sich nach rechts dreht, geradeaus geht, nach links dreht. Geradeaus geht, nochmal nach links dreht, geradeaus geht und nach rechts dreht und dann noch einen Schritt nach vorne macht und somit wäre der einmal um den Baumstumpf rumgegangen, und zwar unten rum. Das war immer ganz witzig. Und jetzt sind wir wieder in derselben Ding. Ich verquatsche mich schon wieder die ganze Zeit. Was haben wir denn hier? So klingt das nicht richtig, nee. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist die beste Frage. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein blaues Kabel. Das kriegen wir woher? Ja, vielleicht braucht der das Ding ja den Ding. Wisst ihr schon? So, machen wir es mal so. Du kommst hier nicht mehr raus. So, jetzt können wir mal in Ruhe überlegen. Wir sollten ihn am besten irgendwie herumführen, dass er hier vorbeikommt, weil dann wird er darauf geschossen. Auf diese blaue Fläche, die da unten irgendwo verborgen ist. Deshalb müsste er hier dagegen stolpern, mehr oder weniger. Und das schaffen wir, indem er geht hier raus, dreht sich hier nach rechts. Geht hier rüber. Wir könnten ihn runter machen, dann würde er hier nach rechts. Hier nach rechts. Da nach rechts. Dann, ja, dann können wir auch den hier wegmachen. Hier nach rechts, hier nach rechts. Das ist alles sinnlos. Aber wenn er hier nach rechts, da nach rechts, einmal umdrehen, hier zurück, da nach rechts, das ist auch sinnlos, hier nach rechts, da nach rechts, dann kommt er hier rein, mit dem können wir auch nicht mehr viel machen, oder? Können wir den irgendwie dazu bringen, dass er hier umdreht? Nein, können wir nicht. Oder? Nein. Okay, Moment. Das probiere ich nochmal glatt. So. Geh rein. Geh rein. Nicht aktiv, nicht aktiv. Jetzt aktiv. So. Und jetzt bin ich hier in so einem kleinen Ding. Bringt auch nicht viel. Da müsst ihr hin und das Ding muss dann weg. Dazu müssen wir ihn irgendwie hier rein buxieren. Das geht am besten, wenn er hier rein, da rein, darüber. Egal, das probieren wir einfach mal aus. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon.
So, dann gehe ich hier rein, hier rein, hier rein. Dann da rein. Dann gehört das weg und dann sollte es schon passen. Ja! Hey! Wow, okay. Ja gut. Dankeschön. So geht's natürlich auch. Wenn kein Weg mehr vorhanden ist, dann einfach einmal... Ist ja gut. Einmal durch die Wand mit dem Kopf durch die Wand. Woohoo! Woohoo! So macht das Ganze Spaß, ganz ehrlich. Wow. Wow, ich dachte... Okay, ich dachte, hier sei irgendwas in Sachen wieder rot und so. So. Na komm schon. Dann, okay. Er geht jetzt hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang. Geht darüber, geht darüber, geht darüber und wird dann PAM! Und da müssen wir bloß das Ding wegmachen und dann sollte der so, so PAM und so und dann runterfallen. Jawohl! Und da kommt er von selber rauf und zack! Wunderschön. Und mit dem Kopf durch die Wand ist immer die einfachste Alternative, wenn sonst nichts mehr geht. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ja. Oder mit Kugeln durch die Wand werfen. Was ist denn da los? Ich komme da nicht rein. Wow. Und ich... Ja, egal. Anscheinend kommen wir hier nicht sehr viel weiter. Da müssen wir den... Das ist jetzt nicht so schwer. Ich sag das mal nicht, bevor ich nicht genau weiß, was ich tue. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die ich bis jetzt habe. So. Und den jetzt hoch. Und dann geht das Ganze hier von wie von selbst. Den brauchen wir gar nicht, aber tun wir auch hoch. Weil wir es können. Okay. Wofür wir auch immer den brauchen. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Und den tun wir auf jeden Fall schon mal hoch. Dann geht er hier hinter. Dreht sich dann nach rechts, geht hier vor. Pam, so. So, so. Und das bringt uns gar nichts. Okay. Versuch war es wert. So. 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 Geht hier durch. Und es bringt auch nicht viel. Wenn ich das Ding irgendwie... Passt mal auf. So. Bringt das jetzt was? Jetzt haben wir zumindest mal in dem Kreis gefangen. Das ist schon mal nicht schlecht. Darauf kann aufgebaut werden. Jetzt bin ich stark am Überlegen. Können wir den irgendwie blockieren oder irgendwas? Das wäre auch zu einfach. Da muss auf jeden Fall hin. Schauen wir uns das Ganze mal von ein bisschen weiter weg an, dann wird es klarer. Hoffentlich. Wenn wir den jetzt rund. Ja. Gut, ja, ich habe das Problem gelöst. Und ich glaube, hier wird uns dann die Wand aufgeschlagen. Pitsch! Und. Au! Dankeschön! Ja, wie gesagt, wenn man ein Problem hat. Das ist dasselbe wie in der Schule, wenn man direkt vor der Tafel steht, dann sieht man meistens gar nichts. Aber wenn man weiter weg steht, dann
wird das einem sehr schnell klarer. Und wir müssen uns hier wirklich durch die letzten engen Passagen hier durchschleusen. So. Wow. Da geht schon wieder die Tür hinter uns. Oh. Da wollte ich gerade sagen, und wir können endlich ins Licht gehen. Aber nix da. Wir müssen weiter. Und zwar müssten wir wieder mit Farben spielen. Denn da sehe ich schon den... Oh, Moment. Das geht nur in eine bestimmte Auslenkung. So, da haben wir einen roten Cube und das weiße Licht wird rot. Das klingt plausibel. So, und da wird das rote Licht durch einen gelben Cube gebracht. Und wird zu orangem Licht. Und das schicken wir auf die orange Empfängerstation. Und ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So simpel kann es sein. Und so... Oh. Alle Plattformen. Und so kompliziert sieht das auch aus. So. Blau plus Rot ergibt Lila. Ist okay. Dann Blau plus Rot ergibt Lila. Ist auch okay. Und was jetzt noch? Passt das schon? Wow, Moment. Das war's schon. Für was ist da oben was Gelbes? Okay. Ich will's, glaube ich, gar nicht. Will ich's wissen? Ich weiß es nicht. Egal, hier geht's auf jeden Fall hoch. Wenn wir hochkommen. Mir gefällt es immer nicht, dass die Türen hinter einem so unheimlich zugehen. So, da haben wir was Weißes. Da haben wir auch einen weißen Cube, weißes Licht. Und da geht das Farbenspiel erst wieder so richtig los. So. Wir haben hier einen orangen Empfänger. Das heißt, wir brauchen gelb. Und brauchen. Rot. Und das Ganze in die Mitte. So. Da hinten haben wir dann einen grünen Cube. Das heißt, wir brauchen erstmal nicht gelb, sondern da müssen wir in die Richtung gehen. Zu blau. Zu gelb. Zu grün. Da müssen wir so rüber gehen. So. Jawohl. Geht doch. Und da haben wir auch schon einen blauen Cube, den können wir wieder... Solche Korridore. Immer wenn ich sie sehe, erinnern mich genau an eine einzige Sache. Ich gebe euch jetzt 10 Sekunden Bedenkzeit. Was könnte ich meinen? Tipp: Seht euch meinen Avatar auf YouTube an. 10 Sekunden laufen ab jetzt. Na? Wer hat's erraten? Richtig, ich meine natürlich diese grauenvollen Korridore aus The Legend of Zelda Ocarina of Time aus dem Waldtempel. Die kann man per Schalter hindrehen und wie man will. Aber immer und immer wieder erinnern sie mich dran. So, aber jetzt auf den blauen Ding. Pau! Und wenn der jetzt gerade ist, ich habe Angst. Oh, er ist weg. Okay. Gut, das zählt als gerade. Ich habe Angst. Wow! Oh Gott. Hey Leute, ich spiele das Spiel abends um 11:30 Uhr. Das alles ist mir nicht ganz koscher. Bitte lasst sowas.